Ich habe ja so einen kleinen Etsy-Shop und da werde ich ziemlich häufig gefragt, warum ich eigentlich, wo eigentlich das Ganze, die gerade so Indianerschmuck herkommt, also Originalschmuck, ne, Wahoo-Schmuck. Es gibt ja mittlerweile sehr viele Nachmachungen und sowas, aber dadurch, dass mein Zeug von 1990ern ist, in der Regel, damals war das noch nicht so. Hat ja, Zeiten wandeln sich und ich realisiere halt immer wieder, dass diese Anfragen, gerade wenn die aus Amerika kommen, die Leute wissen nicht, warum das so ist und ich merke, dass ich alt werde und eigentlich will ich das mal kurz erzählen, damit ich nicht immer so viel tippen muss. Weil ich das Gefühl habe, dass gerade eine jüngere Generation das überhaupt nicht mehr mitgemacht hat, weil gerade diese Fragen sagen das ja aus. Und ja, in Deutschland ist es halt so, dass Indianer, das Thema Indianer ist halt ziemlich verbreitet eigentlich und startet eigentlich im 19. Jahrhundert über Gerstenker und Cooper und gibt es ja etliche Autoren. Und hat eigentlich dadurch, dass quasi ganz, ganz viele Leute nach USA emigrierten in der Zeit, also jeder in Deutschland hatte, es war so eine Massenbewegung, diese Emigration und so ein Exodus in Deutschland, dass eigentlich jeder Familienmitglieder hatte oder Bekannte hatte, Verwandte hatte. Und also ich habe ja mal irgendwann aus den 1850er Jahren quasi diese Zeitungsgeschichte, das verlinke ich mal, seht ihr hier irgendwo aufpoppen. Ja, auf jeden Fall, das war präsent, dieses Thema Auswandern nach Amerika. Und viele sind natürlich nicht ausgewandert, zum einen, weil das Geld fehlte, zum anderen, weil man nicht den Mut hatte, zum anderen, weil man es auch nicht wollte, weil man eigentlich ein ganz gutes Leben hatte. Und natürlich auch immer mahnende Stimmen rüberkamen, dass das Gras auf der anderen Seite des Teichs auch nicht grüner ist. Aber diese Bekanntheit, dass da was ist, das war halt da. Und deswegen, weil man natürlich wissen wollte, wie es den Leuten, die darüber gegangen sind, quasi erging. Also man sich einfach von dieser Welt was ein Stückchen, sozusagen ein Tortenstück mitnehmen wollte. Mal abgesehen von den Briefen und dem Rest, also was da im Wilden Westen so losging, poppten dann natürlich auch irgendwann Buffalo Bill auf mit seinen Groschenromanen, aber eben auch Kamei mit seinen Groschenromanen. Und Kamei hat halt den positiven indigenen Helden. Ja, zwar nicht erfunden, aber ziemlich ausgewalzt. Das haben andere Stimmen in den USA so nicht. Deswegen ist diese sehr, sehr merkwürdige Konstellation des Indianer Native Americans in Deutschland halt so positiv aufgenommen werden, quasi als in der reinen Sichtweise. Ja, und auf jeden Fall ist es dann halt so gewesen, man kam ja App da auch immer mal wieder ab. Das war immer mal Thema, mal nicht, mal Thema, mal nicht, sozusagen. Und in den 60er Jahren kommt ja dann diese ganze Winnetou-Filmwelle, die da auch ziemlich eingeschlagen ist. Die Amis haben halt ihren John Wayne gehabt und haben quasi da sozusagen ihre Western gehabt und weil, also funktioniert in Deutschland auch, aber mit Winnetou, dem positiven Helden, der ja vorneweg schon mal eingeführt war, ging das noch viel besser als John Wayne. Und wie gesagt, diese Filme waren extrem populär, wurden halt auch relativ weltweit exportiert quasi. Ja, wie gesagt, 60er Jahre. Das ebbte dann wieder so ein bisschen ab, das Interesse. Und dann kommt 1990, 91, der mit dem Wolf tanzt. Also, die Leute haben sich halt immer für das Thema auch interessiert. Indigene Indianer Nordamerikas, Native Americans. Und haben da auch immer mal ein Buch gelesen. Also, es war halt, oder das ist halt schon in der allgemeinen Wahrnehmung da gewesen. Und wie gesagt, dann kommt so ein Film in so einer Zeit, wo ja Kinofilme, die 90er Jahre waren ja ziemlich, also wo ist man hingegangen ins Kino? Ja. Und es auch unheimlich viele eben Filme gab, also das war halt schon Kult. Ne? Das ist heute nicht mehr ganz so, heute ist es anders durch Streaming. Auf jeden Fall kommt der mit dem Wolfstanz raus und wird ein massiver Hit, weil der mit so viel Liebe gemacht ist. Das ist das, was ich halt immer wieder höre. Diese alten Kamei-Filme in den 60er Jahren, die waren nicht wirklich authentisch. Das waren weiße Leute erzählen weiße Geschichten im Endeffekt. Das war ja bei der mit dem Wolf-Tanz so ein bisschen anders. Und auch
ein bisschen Liebe. Und die Leute haben das durchaus eben auch, dass es eben nicht bloß Gelaber ist, dass das historisch korrekt ist, sondern die waren sehr, sehr gut gemacht. Die sind auch heute immer noch ein ziemlich guter Standard sozusagen für, so wie Filme eigentlich, also die über Indigene gehen und Geschichte bei Indigenen gehen, sein könnten. Da ist auch nicht alles Gold, aber das ist schon mal ziemlich gut. Also ich meine, ich interessiere mich für das Thema seit über 30 Jahren und das ist verdammt gut. Also ich bin auch jemand, der sozusagen aus dieser Welle quasi da also sein eigenes Interesse geweckt hat quasi. Und ich bin immer noch dabei. Und in dieser Zeit war es einfach so, dass ganz, ganz viele Leute sich da mehr und mehr interessierten, für auch wieder interessierten, Bücher kauften, lasen. Also das war eine Spirale eigentlich. Und der Kevin Costner hat ja dann auch noch irgendwie so einen Doc-Film gemacht. Und also wie gesagt, das war eine wirkliche Zeit, wo erstens Interesse da war, das aber auch bedient wurde, das Interesse gesteigert wurde und so weiter und so fort. Und was parallel war, war sehr interessant. Damals war Navajo-Schmuck noch erschwinglicher, einfach aufgrund der Silberpreise zum Beispiel. Und es war halt noch nicht so teuer, wie es heute ist. Das muss man halt klar dazu sagen. Aber es war so, dass unglaublich viel Schmuck damals auch importiert wurde. Also wie gesagt, ist eben nicht bloß, dass da so ein Film rauskommt oder Film, sondern einfach den wirtschaftlichen Einfluss, den sowas haben kann. Das ist halt extrem spannend, weil ich kann mich erinnern, damals, dass das so massiv losging. Wie gesagt, ich schimmel ja schon an den Schläfen und ich merke halt immer, dass ganz, ganz viele der jüngeren Generation das überhaupt nicht mehr so wissen oder wahrgenommen haben, weil die Zeiten einfach vorbei sind. Hey, ich halt alt geworden bin, also ist halt schon spannend. Aber es ist halt extrem spannend, dass es versuchen gut zu machen und einen Standard zu setzen, was der Film ja definitiv hat. Ne? Dass, wie das angekommen ist bei den Menschen und auch wie viel Wirtschaftskraft es auf der anderen Seite sowas dann wiederum in Richtung Indigene gespült hat aufgrund dieses Erweckens von Interesse. Und wie gesagt, es war halt damals eine Zeit, also ich kann mich ja entsinnen, dass wir damals, also ich war da noch Schüler, muss ich dazu sagen, ich hatte jetzt auch nicht das Geld, was ich gerne gehabt hätte. Aber ich kann mich halt entsinnen, wir sind damals, das war das, also durch Westernreiten halt, so gerade dieser Handel sehr stark angebunden eben an dieses Westernreiten und so weiter. Also es war noch nicht so separat, wie es heute ist mit Country und was weiß ich. Mittlerweile und Line Dance und sowas ist sehr stark separat. Die machen ihr Ding, die Westernreiter machen wieder ihr Ding. Damals war das alles ein bisschen verbundener sozusagen. Und spielte sich eigentlich so ein bisschen mehr auf einer Plattform ab. Und wie gesagt, ich kann mich erinnern, dass wir damals zur Equitana, war, glaube ich, die ist in Essen. Das ist eine Pferdemesse und damals war Amerika Gastland. Das traf genau in diese Zeit rein nach dem Film sozusagen. Und ich kann mich entsinnen, dass damals so viel Silberschmuck, also Navajo-Silberschmuck habe ich in meinem Leben nie wieder gesehen, wie zu dieser Messe. Dadurch, dass Amerika Gastland war, hatten die halt unglaublich viele Händler da. Wie gesagt, diese Hallen waren gepflastert voll Silberschmuck mit Silber und Türkisen. Damals war natürlich auch noch keine Reproduktion so stark, wie das jetzt mittlerweile der Fall ist, wo das Zeug halt in was weiß ich, Indonesien oder sowas auch nach und in Pakistan gefaked wird, hoch drei. Das war ja damals noch nicht der Fall, aber rein dieser Massen, die damals verfügbar waren an diesem Schmuck, die man kaufen konnte und die überhaupt da lagen. Also das habe ich in meinem Leben nie wieder gesehen, auch nicht in den USA. Das waren solche Mengen, dass es einfach nur irre war. Und Riesenstücke, also nicht etwa klein, so ein kleines Kettchen, das war auch, das lag irgendwo in der Ramschecke. Aber damals, also Konchargürtel, alles, was ich damals hätte kaufen können, könnte ich mir heute nie wieder leisten. Also hätte ich das Geld gehabt, wäre es geil gewesen. Ich habe mir auch schöne Stücke damals gekauft, aber hab die bis heute, weil die kann ich mir heute so nicht mehr leisten, also eben neu gemacht. Aber gut. Auf jeden Fall war es halt extrem spannend,
was für einen starken Einfluss dieser Film hatte, das hat es auch, glaube ich, nie wieder gegeben, dass das so dermaßen extrem war. Du konntest in Deutschland in irgendeine kleinere Stadt gehen, gerade so im westlichen Deutschland, war ja kurz nach der Wende auch, aber damals war es so, du hast selbst in kleineren Städten, die 10.000 Einwohner hatten, hast du garantiert einen Juwelier gehabt, der Navajo-Schmuck, kleinen Navajo-Schmuck, aber Navajo-Schmuck im Original angeboten hat. Also also Ketten, über Vertriebsketten, über Großhändler und so weiter. Und es war halt da. Also es hat jeder irgendwo garantiert in seinem kleinen Städtchen mit 10.000 Einwohnern irgendwo einen Navajo-Schmuck gesehen. Der ist wahrgenommen worden und verkauft worden. Ist lange, lange, lange nicht mehr der Fall. Also ich muss halt, wenn ich heute jemanden suche, der original indianischen Schmuck hat, dann muss ich verdammt suchen, weil natürlich die Leute auch alle alt geworden sind, die damals Großhändler waren, die haben aufgehört. Kenne ich noch sehr, sehr viele von. Von daher wird dann diese Handelswege unterbrechen sich dann natürlich auch. Und es ist heute lange nicht mehr so, wie das mal war vor 20 Jahren, ja, oder 30 Jahren. Und wie gesagt, ich kann mich halt entsinnen, dass das damals der Fall war. Und dieser Schmuck taucht natürlich nach wie vor auf. Und nach wie vor tauchen auch Kistenkasten sonst was auf von mittlerweile natürlich Leuten, die lange in Rente sind, die immer noch Bestände haben aus diesem Schmuck. Und daher habe ich halt schon einiges an Schmuck sozusagen, der dann immer mal wieder auftaucht und den man immer noch requiriert bekommt. Es ist nicht mehr so häufig und es ist natürlich auch selbst auch auf Flohmärkten und sowas was nicht so häufig auftaucht. Also so nicht, da muss ich auch suchen und jagen gehen. Aber so kam eigentlich der Indianerschmuck und eben der Navajo-Schmuck, Hopi und auch Sunni-Schmuck nach Deutschland. Einfach über diesen Einfluss, den ein gut gemachter Film, der den Nerv der Zeit traf, der sozusagen im Markt verfügbar war. Also es war nicht bloß der Film, der durch die Decke ging, sondern dass dieser ganze Rattenschwanz, der hinten dran war, in der Vermarktung, er hat es meines Wissens so nie wieder gegeben. Und es ist halt extrem spannend, wie viel Einfluss so ein Film haben kann auf so ein Land wie Deutschland. Ja. Also wie gesagt, das war Irrsinn. Das habe ich so alles nie wieder gesehen in meinem Leben. Auch nicht mal in Amerika, was ich dort zu dieser Messe zum Beispiel gesehen habe, wurde natürlich über die Jahre auch immer weniger, weil das Thema natürlich auch abebbte und ist heute so lange, lange, lange nicht mehr. Also wie gesagt, heute muss ich verdammt suchen gehen, damit ich überhaupt was finde. Aber hat es gegeben und war so. Und wie gesagt, das ist aus meiner Erfahrung. Und auch aus dem, wenn ich heute gefragt werde, sozusagen, warum das eigentlich so ist, wo ich sagen muss, naja, für mich ist das klar, ich habe das mal gesehen, aber eigentlich für eine jüngere Generation ist das ganz, ganz weit weg. Und das wollte ich eigentlich mal erzählen, weil ich bin zu faul zum Tippen. Also heißt, macht gute Filme und nicht bloß. Naja, explodierte Couch mit drei Holzbarren drauf, sondern es lohnt sich halt durchaus auch für Indigene am anderen Ende des Teiches sozusagen, wenn ein Film ziemlich gut ist in dem Bereich und wenn der ehrlich gemacht ist und eben auch einen Nerv der Zeit eben auch anspricht. Aber ich denke, das wäre auch mal wieder Zeit. Naja, ja. Viel Spaß, ich hoffe, es war ein bisschen interessant. Schaut mal auf die anderen Videos im Kanal. Macht's gut!